Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacher-Freunde, zu Majesty Gold HD. Wie immer, Improved Guards anschalten. Und dann gehen wir nicht in die Kampagnenkarte, sondern wir laden das letzte Spiel, Darkness Falls. Und wie immer muss ich zugeben, habe ich kurz eben the Royal Treasury is nearly empty. Walkthrough ein bisschen geschnüffelt. Um herauszufinden, dass das hier die einfachste Expertenmission ist, weil es nicht mal wirklich eine Expertenmission ist. Ich finde es aber zum Beispiel nicht gut, wenn du da oben auf den Agent Hope draufhaust, solange wir nicht die andere gefunden haben. Nehmen wir erstmal vor, wenn ihr die Graveyards wegmachen würdet. So. Wir haben Visitors, ein Paladin. Weil wenn erstmal die Graveyards verschwinden, ist das schon mal besser. So, ein Market Day. Und bessere Rüstungen. Oh, hiya. Hast du Healing Potions? Ja, du hast Healing Potions, aber wir haben auch Goblin-Türme. Majesty, the local blacksmith offers new services. Das finde ich jetzt gerade nicht so toll, vor allem, dass sie den Guardturm einreißen können. Wenn sie jetzt auch noch den Marktplatz töten, dann ist es nicht gut. Okay, ich lade noch mal. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. An item of holy significance. So, lässt sie das Ding in Ruhe? Nö. Dann rufe ich sie gleich mal zurück. Der Angriff hier ist ein Problem, wenn wieder die ganzen Viecher spawnen. Majesty, the local blacksmith offers new services. Ja, das ist aber gut. More gold, your Majesty. Energies of light. Ein Okuli. The unholy are near. Majesty, the local blacksmith offers new services. Stay, Doros. Okay, dieses Mal kommen von unten nicht so viele, dafür kommen sie von oben überall. Energies of light. I serve with pleasure. Da sind aber zurück meine ganzen Paladine schon unterwegs hin. Und meine Arbeiter reparieren das Gebäude. The unholy are
Doros! Gold, your majesty! In the name of the sovereign! Praise Doros! Hab mich aber jetzt jede Menge Goblin-Wachtürme gekostet. Praise Doros! Oh, die Zwerge werden nicht kommen. I serve with pleasure. Das heißt, ich bin hier in der Versuchung, eine Elfenlodge zu bauen. Gold, your majesty. Wenn ich sie finden würde. Tax collector. Aber Marktplatz ist Max Level, aber ich kann weder die Dings bauen, die Elfenlodge, noch den Gnomenhovel. Die Goblins haben Verstärkung geschickt. Of light. Oh, ich habe einen Goblin Fortress gekriegt. Das heißt, ich gehe einfach dazu über und baue noch mehr Guardhäuser. Sicher ist sicher. Und werde einfach mal mit ein paar Gold die Friedhöfe los. Goblin Fortress. Auto Repairs over time, das ist auch nicht schlecht. My services may help. Oh, tough fight. Ein Mönch fühlt sich von der Fahne angezogen. Your Majesty, a new Energies building of light. Is Der da wird gleich gegen den Vampir verlieren. Wie soll es auch sonst anders sein? So. Also noch ein Guardhaus irgendwo hin. Da oben brauchen wir es nicht unbedingt. Your Highness, da geht's we've improved hier the guardhouse. Omnia, Omnia. The unholy energies of light. So, Goblins, die für mich kämpfen, das ist immer ist natürlich nicht schlecht. Ich würde mich halt drüber freuen, wenn meine Ranger mal fertig exploren gehen würden. Wir haben ja noch ein bisschen Gebiet zum Abdecken. Sovereign, a building has been upgraded. Das wär's, wenn der Vampir hier gegen Goblins verliert. Your Majesty, a new building is complete. Your Highness, we've improved the guardhouse. Da ist doch ein Ancient Ding. Aber ja, ist lustig, wenn mich Goblins beschützen. In the name of the sovereign, the unholy are near. Gold, your majesty. So, ich hätte eigentlich noch gerne einen Agrella-Tempel demnächst mal, also spare ich. Your Highness, we've improved the guardhouse. Okay, das nächste Ancient Tomb.
Oh, ein Evil Oculi. Mal wieder. So, macht mal den Friedhof da tot. Sovereign, the building has been upgraded. Agrella-Tempel kann gebaut werden, sehr gut. Dann kommt er mal hier hin. So, jetzt habe ich auf jeden Fall Verteidigung. Your Highness, we've improved the guardhouse. Vampire sind zum Glück ziemlich schwach gegen Paladine. Eigentlich ist alles, was untot ist, irgendwie schwach gegen Paladine. Steht ja, glaube ich, sogar ihre Beschreibung, dass sie... Ja, haben Undead around them. Ihr seid aber leider nicht Undead, oder? Your Majesty, a new building is complete. Pleasure. Majesty, the local blacksmith offers new services. Energies of light. Sie scheinen wenigstens gerade gut verteilt zu sein, die Viecher. So, hier sind wir noch nicht voll. So, hier noch das letzte, die letzte Schmiede, das letzte Schmiede-Upgrade und dann können wir ein paar Grella-Priester rausholen. Ja, da ist, habe ich eine riesige Goblin-Armee, die gerade den Friedhof da einreißt, was gut ist. Irgendwie ist es cool, Goblins zu haben. Majesty, the local blacksmith offers new services. Gibt ja sogar eine Mod, in der man als Goblin spielen kann. Die probiere ich vielleicht irgendwann mal aus. Oh, da ist ein Taurus zu uns eingewandert. Aber ich kann leider nicht verhindern, dass die Goblins das Ding jetzt da einreißen. Fliegen in Terror? Vor was denn? Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Behold, Your Majesty. Why would stone has upgraded? Oh, wir haben den ersten der beiden Waves befreit. Can someone shadow me? We will resurrect all the sticks is also killed. His resurrection will release chain lightning that damages any foes nearby. Can cast recall fight from sticks. The unholy are near. The unholy are near. Cry havoc! Energies of light! Heilen wir dich nochmal. So gut siehst du dich aus. Energies of light! I know.
I join the wild spirits. Oh. Ah, der war nur Level 6, von daher. Da haben wir wieder einen Mönch verloren. Jo, Level 2 Mönch. Du bist irgendwie ein bisschen schlimmer, weil du bist Level 8 gewesen. Da oben hängt eine Shadow Beast fest. Da hängt auch eine Shadow Beast fest, wenn ich richtig sehe, ja. Er scheint nicht allzu viel Lust darauf zu haben, uns anzugreifen. Energies of light.